Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind das letzte Mal in Al-Shedim, an langes I, betontes I, angekommen, haben Saturas gefunden. Und ich möchte jetzt ganz gerne weiter hier die Gegend erkunden. Auch wenn es gerade ein bisschen sehr sandstürmig ist. Ich lege mich nochmal kurz hin, damit vielleicht der Sandsturm weg ist. Weil wir sollen hier noch zwei Schlüssel finden. Und wie es der Zufall so will, weiß ich genau, wo diese Schlüssel sind. Und dann holen wir uns die jetzt mal. Immer noch ein bisschen stürmisch. Schlaf nochmal, vielleicht kriege ich sie weg. Der Sturm bleibt gerade. Da müssen wir mit leben. Wir holen uns jetzt einfach mal die nächsten Schlüsselchen. Und ich glaube, ich werde es auch so machen, wenn wir in den Tempel reingehen, werde ich Lester mitnehmen. Das ist dann vielleicht ganz angenehm, da drin rumzukämpfen. Aber zuerst will ich zu dieser Ruine da nach oben. Das hat jetzt noch gar nichts mit dem Schlüssel zu tun, aber da oben ist, meine ich, noch eine schwere Truhe. Und ein paar Ogas. Grüß Gott. Oh. Ich glaube, das erhöhte alte Wissen merkt man schon ein bisschen. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Aber die knapp 30 Punkte mehr, ich finde, die merkt man ein bisschen. Ups. Ah, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den starken Feuerball machen. Und bam. So. Vielleicht werde ich ja diesmal von der schweren Truhe nicht enttäuscht. Schauen wir mal. Bitte enttäusch mich nicht, du schwere Truhe, oh. Oh, schwere Truhengott. Enttäusche mich nicht. Erz-Zweihänder. Wird das sehr gut verkaufbar? Ich frage mich, wie viele schwere Truhen uns noch vor uns liegen. Bei welcher Nummer wir jetzt sind. Dürften eigentlich schon ziemlich weit sein. Weil Erz-Zweihänder? Kann schon reinböllern. Okay, ich mache mich jetzt mal auf Richtung dem nächsten Schlüssel. Dann muss ich mich durch diese Minecrawler-Horde kämpfen. Endlich mal ein Gebiet, wo ich wieder ein bisschen was erzählen kann, weil ich mich auskenne, so ein bisschen zumindest. Die ganze Zeit war ja immer so, ach, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ich weiß nicht, wohin ich laufe. Die Quest kann ich noch nicht. Endlich mal wieder ein bisschen Nasen-Knowledge hier. Nimm das. Sehr gut. Noch mehr Sandcrawler für mich. Dunkle Snapper mache ich, glaube ich, erstmal mit dem Bogen. Vorausgesetzt, ich treffe sie. Das war so ja so blöd mit dieser Kopf-Hitboxen. Ja. Oh, das ist so schlimm. Sehr gut. Schön alles mitnehmen. Und ihr habt euch schon gedacht, noch mehr Sandcrawler killen, aber da sind wir schon bei der Truhe. Okay, gut, dass ich mir die Mana-Tränke geholt habe. Sonst wäre das wieder alles sehr lang geworden hier. Weil ich merke immer mehr, wie schwach im Vergleich zur Magie halt der Bogen wirklich ist.
Magie ist einfach so viel angenehmer in dem Spiel. Ist auch immer mein Tipp, den ich Leuten gebe, die fragen, die Schwierigkeiten haben, in Gothic 3 reinzukommen, sage ich immer, spiel einfach Magie. Scheiß auf alles andere. Ich glaube, das sollte ich einfach bei meinem nächsten Run beherzigen, auch wenn wir Götterdämmerung spielen. Einfach auf Magie gehen. Rest egal. So, das sollte die nächste Truhe sein. Ich muss gar nicht auf die Karte gucken. Brauche ich gar nicht. Am Stab. Genau. Nächster Schlüssel. Und den letzten, den wir brauchen, weiß ich sogar auch, wo er ist. Wobei, da wird es ein bisschen schwer ranzukommen, weil da steht ein Feuergolem über den Weg, den ich normale laufe. Und ich habe keine Eislanze. Das heißt, ich laufe einfach rein. Ist ja eh kein No-Hit-Run. Da ist es nicht so tragisch. Aber das ist hier Gott sei Dank gleich ums Eck. Hier noch nicht. Nächste Weggabelung. Nämlich einmal hier lang. Gott, die Ruinen sind halt auch so riesig und unübersichtlich. Okay, Skelett, wo willst du hinlaufen genau? Mit deinem Bogen? Oh, jetzt kommen von links auch wieder Zombies. Ich freue mich. Mehr Gegner. Oh, schon wieder diese Zombies, ey. Ich werde so froh sein, wenn wir die Mana-Rack haben. Kann ich hier einfach mal durchrennen und aufräumen. Einfach alles wegbrutzeln. Das ist mir alles egal. So, und jetzt müssen wir nämlich hier rein irgendwo. Genau da. Und da unten in so einer kleinen Talkuhle wartet dann der letzte Schlüssel auf mich. Da ist ja gut. Holy shit, box mich doch einfach um, ey. Entschuldigung, dass ich da gerade ein bisschen laut wurde. Aber was haben Mumien denn für ein Angriffsmuster und Damage, ey? Furchtbar. Ein Leben haben die. Level up. Oh, scheiß drauf. Ich gehe kurz zurück zu Saturas und lerne die Mana-Rack. Scheiß auf alles andere gerade. Saturas, gib mir einfach die Mana-Regeneration. Gib sie einfach her. Du hast nicht genug Gott. Was? So. Unmöglich. Was? Wieso habe ich jetzt nicht genug? Nein, ich habe nicht genug Gold. Mix hier. Mix hier. Komm mal um die Ecke. Ja, nimm diesen scheiß Kampfbogen, den braucht sowieso keiner. So, jetzt aber. Jetzt aber. Ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. Da ist es. Damit habt ihr nicht mehr gerechnet, ne? Damit habt ihr nicht mehr gerechnet, gebt's zu. Da ist sie. Die Mana-Rack. Oh Gott, ist die langsam. Oh Gott, ist die langsam. Aber macht wahrscheinlich prozentual. Wir haben halt auch nur 178 Mana, ne? Ist halt jetzt nicht viel. Das heißt, ich muss mit dem nächsten Level up dringend Mana skillen. Egal. Es ist ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für das restliche LP. Das heißt, unser nächstes Ziel ist tatsächlich, das Mana ein bisschen hochpushen. Weil das wahrscheinlich prozentual macht. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber egal. Mana-Rack ist Mana-Rack ist Mana-Rack. Es fühlt sich gerade so gut an. Sonst, mir fällt so ein richtiger Stein vom Herzen. Oh Junge, vielleicht hätte ich Lester doch von Anfang an mitnehmen sollen hierhin.
Ja, Großteil davon sind ja Zombies, von daher okay. Ich schlürfe trotzdem jetzt gerade ab und zu noch einen Mana-Trank, weil die Mana-Rex so urlangsam ist. Was willst du machen? Oh, wo kommst du denn her? Der hätte mich jetzt in einem No-Hit-Run richtig aufgeregt, wenn mich der getroffen hätte. Immer abwechselnd Feuerball schlürfen. Die Mumien, die halten auch meiner Meinung nach viel zu viel aus. Dafür, dass sie nur 300 XP geben, ey. Und vielleicht ist auch der Feuerballzauber einfach nur schwach gegen die. Das kann natürlich auch sein, dass der nicht so gut ist. Aber trotzdem, die haben meiner Meinung nach viel zu viel Leben. Für 300 Erfahrung, was die geben. Mann, guck dir das mal an. Na, komm schon. Dankeschön. Ja, aber so eine Hybridklasse, habe ich jetzt gemerkt, mit alternativem Balancing, ist nicht das Beste. Ich bin aber trotzdem froh, es durchgezogen zu haben, weil ich jetzt eben um diese Erfahrung reicher bin. Weil sonst hätte ich mich das immer gefragt, Hybridklasse könntest du mal probieren, ist vielleicht ganz geil. Spoiler, ist es nicht. Das macht schon Spaß, aber ist jetzt nicht die beste Idee, die man haben kann. Habe ich jetzt echt den Zombie hinter dem Tempelwächter getroffen? Wow. Ein richtig krasser Typ. So, was haben wir hier? Eine alte Truhe. Geil. Abgebrochen. Freue ich mich mittlerweile auch richtig drüber, die zu finden. Maximales Mana. Trank der Stärke. So, jetzt sind die Skelette da oben natürlich ein kleines Problem. Ja. Weil ich an die Truhe da unten ran muss. Und solange ich im Kampf bin, darf ich die ja wahrscheinlich wieder nicht looten. Ey, wo wollt ihr denn hin? Lasst uns doch hier kämpfen. Oh, und da hinten ist auch der Feuergolem, von dem ich gesprochen habe. Der ist jetzt halt richtig gefährlich. Wenn ich da zu nah rankomme, der ballert mich halt einfach weg. Ah! Ah! Ich glaube, ich habe lange nicht gespeichert, oder? Fällt mir gerade so ein. Na, komm schon. Sterbt endlich. Ich will doch nur die Truhe hier looten. Oh. Jetzt soll ich wirklich aufpassen. Mit seinem Knüppel haut er ganz schön zu. So, da ist die Truhe. Ach, das sind immer noch Gegner da oben. Scheiße. Muss ich auch noch ausschalten. Das ist halt auch so eine Mechanik, die ich nicht so geil finde. Dass du nicht looten kannst, wenn Kampf in der Nähe ist. Das ist halt auch kein gutes Design in dem Spiel, finde ich. Gott, hier kommt halt wieder eine komplette Armee, ey. Oh, wieder alles sehr kampflastig. Bin ich froh, wenn ich wieder in Morasul bin oder in irgendeiner Stadt, wo es wieder geile Quests gibt, ey. Dieses viele Gekämpfe. Das ist halt die meiste Zeit echt nicht so dolle. Und das Mana-Rack bringt jetzt auch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte, ehrlich gesagt. Aber alles wird besser. Alles besser, Chat. Chat sage ich schon wieder. Zuschauer. Bin schon wieder so in diesem Twitch-Modus.
So, stirb endlich. Danke, fein. Ich will doch nur an diese blöde, vermaledeite Truhe da unten. Abgebrochen. Na bitte, geht doch. Und da ist der nächste Schlüssel. Und damit kann ich zu Saturas und den letzten Schlüssel einfordern. Let's go! Ah, ja. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Was jetzt? Wir werden hier draußen die Stellung halten, während du den Tempel öffnest. Und zieh nicht mehr Aufmerksamkeit auf dich als notwendig. Geh rein, hole das Artefakt und sieh zu, dass du wieder rauskommst. In einem Stück. Yay. Aber immerhin einen Haufen Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ging jetzt recht fix. Quests geben halt immer noch so viele Erfahrungspunkte. Jetzt ist halt die Frage, will ich in den Tempel? Ich würde halt die Robe kriegen. Damit hätte ich endlich eine geile neue Rüstung, ne? Hätte ich endlich eine geile neue Rüstung, aber ich habe halt nur noch so wenig Mana-Tränke. Ich hätte Lester dabei. Wisst ihr was? Wir heben uns den Tempel auf. Wir machen den erst als nächstes. Können ja jederzeit hier zurückkehren. Ich gehe jetzt erstmal nach Morazul und versuche da noch so ein, zwei Level-Ups zu kriegen, ohne groß zu kämpfen. Durch Quests eben. Um dann eben Mana zu skillen. Weil sonst wird mir das echt zu anstrengend, hier den Tempel zu machen. Und das Let's Play soll ja auch Spaß machen. Nicht? Deswegen lasst mal nach Morazul gehen. Das ist ja eh gleich ums Eck. Da ist der Weg nicht so weit. Ja, zu den Feuerwehrern möchte ich gerade nicht. Laufen wir schnurstracks dahin. Dann müssen wir irgendwann noch so eine Aufräumfolge machen. Wo wir alles nochmal machen, was wir bisher nicht gemacht haben. Wollte gerade mal nachgucken, ob ich aufnehme. Tue ich. Sonst wäre ich jetzt auch echt sauer geworden. So, Morazul. Da weiß ich zumindest die Quests, wie man an die Tempelschlüssel rankommt. Aber mal gucken, was wir hier noch so an Quests haben. Gucken wir mal. Geh mal zuerst mal zu dem hier, weil mit dem rede ich, glaube ich, im No-Hit-Run nie. Wer bist denn du? Du bist Kafu. Du kommst zur rechten Zeit, Vater der Tüchtigkeit. Ich sage es nur ungern, aber meine eigenen Wachen haben mich ausgeraubt. Oh nein! Diese Hunde, sie sollen keine Tropfen Wasser mehr finden. Du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Wenn du etwas für mich tun willst, dann bring diese Burschen zur Strecke. Ich habe die Sache schon an den Kopfgeldjäger Bandaro weitergegeben. Doch seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Was haben dir die Wachen gestohlen? Es waren mindestens 700 Goldstücke. Ich will sie wiederhaben. Das ist ja nicht viel. Ich bring dir dein Gold zurück. Das wäre nur zu gütig, Meister der Großzügigkeit. Ich werde deine Wachen erledigen. Ich hoffe, dass sie bereits unter Innos unbarmherziger Sonne verdorrt sind. Ihre Körper sollen ver... Ja, schon gut. Du musst sie finden, hörst du? Ich weiß sogar, wo die sind. Du handelst mit Wasser? Es kann ein lukratives Geschäft sein, Herr der 1000 Abenteuer. Was gibt ein verdurstender Reisender nicht alles für einen kühlen Schluck aus meinem Brunnen? Wenn du willst, kann ich dir auch einen kühlen Schluck anbieten. Ich dachte, du wurdest ausgeraubt. Ich kauf mal vorsorglich mal wieder ein paar Dietriche. Nur zur Sicherheit. Okay, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Dann können wir mal hochgehen nach Morazul. Schauen, was wir da so haben. Endlich wieder eine Stadt. Weil ich hatte jetzt echt keinen Bock mehr zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Bin ganz froh, dass ich mich dafür entschieden habe, in die Stadt zu gehen. So, dann haben wir hier Assassine, Händler. Oh, was hast du denn?
Also vielleicht ein bisschen Wine, sehr gut. Das kann ich gut gebrauchen. Und dann schauen wir uns hier mal um. Ich gehe zuerst mal... ja, gute Frage. Ich gehe zuerst mal hier lang. Was haben wir denn hier? Vor allem Sklaven. Scheint aber niemand Wichtiges dabei zu sein. Metalltruhe. Ein Seelenkelch. Stört auch keiner, wenn ich den mobs, oder? Guckt mal alle kurz weg. Ein Seelenkelch. Der für irgendwas da ist. Metalltruhe. Immer schön die Augen offen halten für coole Truhen. Nee, aber du scheinst wichtig zu sein. Zu Diensten sein, Sohn der weiten Reisen. Ein Mann wie du ist bestimmt interessiert an einem guten Geschäft, richtig? Was für ein Geschäft würdest du mir anbieten? Schon seit vielen Jahren suche ich nach einem besonderen Artefakt. Das Amulett der Zauberei. Ein Relikt des alten Volkes. Wo liegt das Ding? Irgendwo in den Ruinen? Nicht länger. Fleißige Sklavenhände haben es aus dem Sand gegraben. Ah, das ist das Amulett. Von Ilya, dem Artefakthändler. Ich erinnere mich. Ich besorgte das Amulett von Ilya. Hier, nimm das Gold. Es würde reichen, wenn du schlau bist. Das Amulett hätte ich aber ganz ehrlich lieber für mich selber. Warum gehst du nicht los und kaufst das Amulett einfach? Das ist nicht so einfach, Sohn der klaren Worte. Wenn Ilya erfährt, dass es für mich ist, wird er den Preis in die Höhe treiben. Mhm. Gut zu wissen. Oh, was machst du denn hier? Ocknarok, du siehst aber nicht so aus, als würdest du hier hingehören. Mit dir rede ich gleich, warte mal. Ich grüße dich, Fremder aus dem Norden. Wie laufen die Geschäfte? Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich plane ein großes Geschäft mit Gonzales. Doch vorher muss ich ein paar Angelegenheiten regeln. Und dabei könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Kämpfer. Arbeite eine Weile für mich, dann mache ich dich zu einem reichen Mann. Da bin ich dabei, ich brauche Geld. Siehst du hier oft Männer aus dem Norden? Gelegentlich. Der letzte, dem ich begegnet bin, sagte von sich selbst, er sei Feuermagier. Naja, so abgerissen und verhungert, wie er aussah. Schwer vorzustellen, dass er mal einer dieser mächtigen Zauberer gewesen sein sollte. Erzähl mir mehr über den Feuermagier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist in der Wüste verreckt. Das Einzige, was er bei sich trug, war dieser Kelch. Er selbst hat ihn bis zuletzt gehütet. Ist das einer der Feuerkelche vielleicht? Der Kelch war ihm scheinbar wichtiger als sein Leben. Dieser Narr. Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Aha. Du scheinst ein großes Interesse daran zu haben, Fremder. Ha! Und ich dachte, das Ding sei nichts wert. Der Kelch befindet sich in meinem Besitz. Arbeite für mich und ich werde dir den Kelch des Feuermagiers überlassen. Ich glaube, ich komm und hol ihn mir, so nämlich. Was soll ich für dich machen? Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden. Bring Orknarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Sollen die sich doch mit ihm rumschlagen? Was ist das Problem? Es ist die Sonne. Sie macht ihn verrückt. Letzte Nacht stand er in meinem Zelt vor mir, mit diesem durchdringenden Blick. Junge, bring ihn hier weg, sonst drehe ich noch durch. Mhm. Aber ich will den jetzt noch gar nicht wegbringen. Ich will mich hier erst noch ein bisschen umgucken. Das ist eine Quest für später. Das ist eine Quest für die Zukunftsnase. Ja, schleppt mal ordentlich Steine hier. Ordentlich ranklotzen hier. Bett praktisch, dann kann ich bis abends wieder schlafen. So. Gibt's da hinten was? Wenig. Man merkt halt auch, in der Wüste gibt's nicht so viel zu tun wie in den metanischen Städten, habe ich immer das Gefühl gehabt. Und oh mein Gott, wie viele Ruinen willst du haben? Gothic 3, ja. Also das erkunde ich nicht alles, Leute. Das ist euch hoffentlich bewusst. Das ist dieses riesige Feld hier, ne? Außer es gibt ein paar schwere Truhen da. Dann
bin ich ganz hellhörig. Aber oh Gott, das zu erkunden wird Jahre dauern. Weil halt alle Ruinen auch gleich aussehen und du keine gewissen Marke hast, wo du dich orientieren kannst. Das ist so schade. So, jetzt bin ich so ein bisschen an allen wichtigen Orten hier vorbeigelaufen. Ich nehme mir schon mal den Teleportstein mit. Aber ich laufe jetzt auch hier nochmal vorbei, ob es hier irgendwelche wichtigen NPCs gibt. Ne? Weil ich bin hier... Hier bin ich nach hinten. Genau, haben wir hier jemand Wichtiges? Kämpfer? Nee, aber du bist doch wichtig. Nasir. Was treibst du dich hier herum? Ich suche Arbeit. Erzähl keinen Unsinn. Ein Mann wie du ist hier, um Profit zu machen. Jeder kommt aus diesem Grund nach Morasul. Oder du willst ein guter Kämpfer werden. Das kannst du von mir lernen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Oh, bei dem kann man auch mit zwei Waffen lernen. Ja, wir bleiben bei Magie. Erstmal. Was ist das für ein Gebäude hier? Nicht schon wieder wechseln hier. Diese dumme Frage sollte ich dich auspeitschen lassen. Du stehst hier vor der Residenz eines der mächtigsten Händler Varans. Gonzales hat großen Einfluss hier in der Wüste. Und du wirst seinen Namen ehren oder sterben. Was kannst du mir noch über Gonzales erzählen? Er ist der geschickteste Händler in der Wüste. Und Zubens wichtigster Mann, wenn es um Geschäfte geht. Also sieh dich vor, wenn du Gonzales Zorn erregst, dann wird es dir schlechter gehen. Ja, ja, schon klar. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, 75 Ruf. Wie kann ich mich Gonzales erkenntlich erweisen? Wie immer eigentlich. Jeder ne? weiß, ist ja nie anders. Dass Gonzales nur die Männer empfängt, die ihn beeindrucken und ihm Geschenke machen. Verstehe. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ist Gonzales auch an Sumpfkraut interessiert? Ich habe hier ein ganzes Paket. Du bist ein Mann mit Geschmack. Ja, das wird Gonzales erfreuen. Hier, das Zeug kommt aus Lago. Gonzales wird darüber sehr erfreut sein. Okay, sehr gut. Was haben wir noch? Ich bringe Gold für Gonzales. Ah, ja. Gonzales wird sich freuen über diese Gabe. Gold ist immer gut. Jedoch macht Gold allein nicht glücklich. Einfach immer so tausender Schritten, bis wir 100 Ruf haben. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich. Was könnte Gonzales besonders gefallen? Tja, was könnte einem Mann von Welt schon gefallen? Lamborghini. Eine besondere Waffe, die hart erkämpft wurde. Eine schöne Frau? Vielleicht auch, wenn längst überfällige Schulden endlich beglichen werden. Lass dir was einfallen. Morasul ist groß. Du wirst hier schon die passenden Geschenke finden. Hm, ich werde mich mal umsehen. Okay, haben wir ja zumindest mal einen Hinweis bekommen, was wir machen sollen. Wen haben wir hier denn noch? Da haben wir Bandaro, das war der Jäger, den er erwähnt hat. Du bist noch nicht lange in der Stadt, was? Dann solltest du eins wissen. Morasul ist die Stadt von Gonzales. Ja, von jedem das Geschäft, wissen wir schon. Von jedem Handel. Ja, selbst von den Diebstählen kassiert Gonzales seinen Teil. Du hast die Elitekrieger gesehen, die herumlaufen? Sie stehen unter seinem Befehl. Verstehe. Ich kann dir ein paar Aufträge verschaffen, damit du ein bisschen Gold in der Tasche hast. Morasul kann sehr teuer sein. Vor allem für Reisende. Was hast du für Aufträge? Kopfgeldjagd. Ich suche ein paar wirklich üble Burschen und einen Dieb. Außerdem ist da noch dieser verschwundene Assassine. Wer ist dieser Dieb, den du suchst? Sein Name ist Yusuf. Er hat Artefakte bei der Ausgrabung gestohlen. Weiß ich, wo er ist, ja. Was ist daran so ungewöhnlich? Erstens hat er die Artefakte gestohlen, mit denen der Tempel geöffnet werden kann. Und zweitens hat er sich erwischen lassen und ist getürmt. Das kann Gonzales ihm nicht durchgehen lassen. Immerhin sind die Orks immer noch Gäste in unserem Land. Verstehe. Verstehe. Er übertreibt gerade ein bisschen mit Verstehe. Was ist mit dem verschwundenen Assassinen? Sein Name ist Ramirez. Er arbeitet für den Schwarzmagier Ningal. Ich werde den Artefaktdieb Yusuf töten. Gut. Aber dazu musst du den Kerl erstmal finden. Sieh dich mal bei der Ausgrabung um. Wenn du Glück hast, versteckt er sich in der Nähe. Ich kümmere mich um Ramirez. Gut. Alles, was ich weiß, ist, er hat sich auf den Weg in die Ruinenfelder gemacht. Und er ist schon ziemlich lange verschwunden. Hm. Also finde raus, was da los ist. Da weiß ich nicht mehr, wo der ist. Das heißt, wir werden das doch ganz erkunden müssen, das Ruinenfeld. Erzähl mir mehr über die üblen Burschen. Hab ich die Befürchtung? Von den Wachen von Kafu, dem Wasserhändler im Osten der Stadt? Sie haben sich einfach mit seinem Gold aus dem Staub gemacht.
Und? Kafu steht hoch in der Gunst von Gonzales. Muss ich noch mehr sagen? Ich werde Kafus Wachen aufspüren und töten. Ich habe schon Leute nach Norden und Osten geschickt. Aber sie haben nichts gefunden. Und was heißt das? Wer so dreist ist, sich mit Gonzales anzulegen, der ist auch dreist genug, in der Nähe zu bleiben. Ich werde sie schon finden. Du bist also Kopfgeldjäger. Früher habe ich alles gejagt. Aber Gonzales hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Der Job hier ist etwas ruhiger. Aber ich hab's immer noch drauf. Also, wenn du was... Ich hab's immer noch drauf. Bring mir was über... Ach je. Ist das schön. So, was haben wir denn hier noch? Schön eingerichtete Hütte. Also hier würde ich es mir auch echt gemütlich machen. Ja, alles zwar ein bisschen staubig immer, aber mein Gott. Nachteile hat alles im Leben, ne? So, da haben wir eine echt große Arena, ne? Das ist auch die Arena für Morazul, um in Faring weiterzukommen. Und wenn mich nicht alles täuscht... Du solltest meinen Rat annehmen. Dann ist doch hier irgendwo... Was ist er denn? Ach da, Anga. Da bist du ja endlich. Hast du doch noch den Weg zur großen Arena von Morazul gefunden? Anga, wie kommst du hierher? Naja, ich bin die Küste rauf und schon war ich hier. Hab ein paar Kämpfe in der Arena hier gemacht. Und im Nu war ich Champion von Morazul. Schade, dass du meinen Kampf gegen Orknarok nicht gesehen hast. Mit Waffen hast du es immer noch drauf, was? Ich kann dir noch ein paar Sachen zeigen. Finde ich auch so schade, dass er hier nicht mehr seine alte Stimme hat. Ich weiß gar nicht, ist die alte Stimme? Ist die verstorben? Offensichtlich hast du dich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ja, du hast recht. Ich sammle noch ein bisschen Startkapital. Aber ich fürchte, solange der Krieg der Götter nicht entschieden ist, werde ich auch keine Ruhe finden. Ich bin schon froh, dass wir von dieser verfluchten Insel Korinnes runter sind. Mir fehlt einfach dieses Kampfkraft und Wendigkeit. Erzähl mir von deinem Kampf mit Orknarok. Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus. Tasten uns ab. Wuchtige Schläge treffen mich. Ich versuche zu blocken. Und ich gehe zu Boden. Dann wirbelt er die Axt, als wäre es eine Feder. Ich rappe mich hoch. Schlage ihm die Parade weg. Und erwische ihn voll aus der Drehung. Das war's dann. Und dann haben sie mich zum Champion erklärt. Da muss man dabei gewesen sein, das ist, Champion von Morazul zu sein, bedeutet den Jungs hier schon einiges, was? Naja, die Idioten hier waren ja auch nie in der Minenkolonie. Im Vergleich zu den Schlachten mit den Gardisten von damals sind die Arena-Kämpfe hier ein Witz. Das einzig Interessante daran ist der Preis für den Champion. Die Mondklinge. Tolle Waffe. Die will ich haben. Die könnte man nämlich Gonzales schenken. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, viel hat Anga auch nicht zu sagen. Auch wieder vertane Chance, ne? Da ein bisschen Story zu machen. Ich bin hier, um zu quatschen. Ich bin hier, um zu kämpfen. Wenn du eine Herausforderung suchst, bin ich dein Mann. Geh zu Philippe und sag ihm, dass du kämpfen willst. Wenn ich das richtig sehe, haben wir hier 4 Gegner insgesamt. Wie sollte es auch anders sein? Du gehörst zu den Nomaden. So ist es. Ich bin aus Kaios Sippe. Eines Tages werden meine Brüder kommen und mich befreien. Ist es klug, das so laut zu sagen? Die Assassinen glauben nicht daran, dass wir es jemals schaffen. Und du? Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben. Das ist alles, was für mich zählt. Du kämpfst in der Arena? Richtig. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann geh zu Philippe. Müssten 4 Stück sein. Wo finde ich Kajo? Das will ich dir sagen, obwohl ich nicht weiß, welche Absichten du hegst. Du kannst mir vertrauen. Deshalb sei gewarnt. Leg dich nicht mit meiner Sippe an. Du würdest es bitter bereuen. Komm zur Sache. Das Versteck meiner Sippe ist eine Höhle am westlichen Ende der Ruinenfelder. Ah, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist, glaube ich sogar. Ja, und dann haben wir die große Arena vor uns als nächstes, würde ich sagen. Da können wir gut ein paar Level kriegen und auch ein bisschen Gold. Nicht mehr viel. Knapp 7000. Und dann können wir ein bisschen Mana dazu lernen. Gut, liebe Leute. Dann würde ich an der Stelle aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.